Field United ist ein Verein, der sich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern möchte und um junge Erwachsene. Wir haben einen Dreiklang aus Sport, Bildung und Sozialem. Das heißt, Sport, Fußball bietet sich an, weil der Verein von ehemaligen Arminia-Profis gegründet wurde. Bildung, Nachhilfebetreuung, Deutsch lernen, alles was dazugehört. Und Soziales, dass wir die Kinder und Jugendlichen einfach in ihrem Alltag unterstützen, die jungen Erwachsenen und eben die Möglichkeit schaffen wollen, soziale Teilhabe zu erlangen. Ich bin Ekram, ich komme aus dem Irak, ich bin 18 Jahre alt und ich mag Fußball so gerne. Und jeden Freitag spiele ich Fußball bei Bielefeld United und jeden Montag wir haben einen Deutschkurs von Bielefeld United. Carsten Prämke und ich sind ehemalige Mannschaftskollegen, haben gemeinsam in den 90er Jahren bei Arminia Bielefeld Fußball gespielt. Wir leben beide in Bielefeld, haben immer Kontakt gehalten. Und über unsere sehr intensiven Diskussionen über die Gesellschaft, über Gott und die Welt, haben wir immer gesagt, wir wollen auch mal was Besonderes tun, was Gutes tun. Und im Rahmen dieser enormen Zuwanderung 2015 hat sich eben präzisiert und haben wir gesagt, komm, fangen wir einfach mal an, sammeln Erfahrungen. Und so ist es entstanden. Wir sind keine Flüchtlingsmannschaft. Wir haben ganz viele Geflüchtete mit in unserem Team, aber der Schwerpunkt liegt darauf, dass wir eben Bielefelder zusammenbringen wollen. Von Anfang an haben wir gesagt, es gibt auch genügend bedürftige Menschen hier in Bielefeld. Und uns war von Anfang an klar, dass ein gegenseitiges Lernen, ein soziales Lernen nur stattfindet, und Integration stattfindet, wenn wir hiesige Menschen und Zugereiste zusammenbringen. Insgesamt sehen wir uns bei Bielefeld United eher so als eine Art Durchlauferhitzer, dass wir die Teilnehmer bei uns darauf vorbereiten, in andere Vereine überzugehen. Es sind halt häufig Teilnehmer, die mit den Strukturen nicht umgehen können, die das nicht gelernt haben, regelmäßig und pünktlich irgendwo ran teilzunehmen. Und wir wollen eben Netzwerke aufbauen, dass die bei uns die einfachen Regeln lernen und dann an die Vereine oder in die Vereine übergehen können, die Sportart ausführen können, die ihnen am meisten Spaß macht und dann eben tatsächlich in der Gesellschaft integriert sind, weil sie beispielsweise am Vereinssport teilnehmen. Bielefeld United stellt eine ganz ursportpädagogische Frage, nämlich inwieweit junge Menschen mittels Partizipation im Sport unterstützt werden können. Einmal selbstverständlich mit Bezug auf den Sport selbst. Das ist eines unserer zentralen Anliegen, dass wir für eine Teilhabe innerhalb des Sports qualifizieren. Das ist auch, glaube ich, das, was man sofort assoziiert mit Sport, mit sportbezogenen Angeboten, auch mit Unterricht. Die sind dazu da, dass man Sport treiben kann, aber damit verbindet sich eben sehr häufig auch die Intention, dass was sozial passiert und dass möglicherweise auch was kulturell passiert. Ich bin zu Bielefeld United gekommen durch meine Schule, die Laborschule. Also ich arbeite bei Bielefeld United insofern mit, dass ich mit denen eine Stunde Deutschunterricht immer mache, die unterstütze und dann spielen wir Fußball und da spiele ich ganz normal mit. Und lernen sogar manchmal noch ein paar Sachen dazu. Ganz wichtig, man muss viel miteinander sprechen. Dazu muss eine Sprache da sein, das zu tun. Man muss gewissermaßen auch eine Ethik des Sports leben können, die mit dem Fairnessbegriff verbunden ist. Und was eben den Sport da auch besonders qualifiziert, ist, dass dieser Fairnessgedanke nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, sondern demokratisch geteilt werden muss, weil sonst Sport auch nicht gelingt. Spielmacher, das Projekt ist im Rahmen des Willkommensbündnisses Arminia Bielefeld, Fanprojekt Bielefeld und Bielefeld United. Das Ganze wird von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gefördert. Und dabei geht es darum, dass wir Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene dann ein Jahr lang begleiten wollen. Verschiedene Workshops mit denen machen, also Theaterworkshops, regelmäßig die Stadionschule besuchen, die Teilnehmer einmal bis zweimal wöchentlich bei uns begleiten und dass sie eben in Kontakt mit Unternehmen kommen sollen. Also es geht um Schnuppertage, Schnupperpraktika, Unternehmen kennenlernen, Berufsfindung und am Ende eben ein Jahr lang dabei gewesen sein, zielstrebig dabei gewesen sein und dann in eine Ausbildung bzw. zumindest einen Anhaltspunkt zu haben, wo soll mich mein späteres Leben hinführen. Ja, ich gehe zur Schule und dann nächstes Jahr, ich mache einen Schulabschluss und dann ich mache einen Beruf. Ich möchte gerne Friseur machen, weil ich habe mir gelernt mit meinem Vater und ich möchte in Deutschland weitermachen.